Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Sky Factory 2. Ich habe ein bisschen weitergebaut, gar nicht so viel, wie ich gehofft hatte, aber ja, ich wurde dann recht deutlich doch angegriffen. Dementsprechend habe ich lieber die Aufnahme auf dieser Seite angefangen. Ihr werdet bestimmt gleich sehen, warum. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt und alles mal kurz aufgeladen. So. Okay, jetzt seht ihr es nicht, aber vorhin war hier dann doch schon recht viel los auf dem Weg. Das heißt, wir werden echt aufpassen müssen. Der Weg wird unter Umständen nicht reichen. Achso, ich habe hier dann so einen String bekommen. Ein Flame String. Ich habe so eine Flammenspinne halt platt gemacht. Gluttony Shard, keine Ahnung. Eine Wool auf einer Bat und sowas. Also da seht ihr schon so ein bisschen, da ist schon so ein bisschen was los hier. Da ist zum Beispiel eine Spinne, die da jetzt anfängt durch das Ding, durch diese Wolken durchzufallen. Dabei scheint sie auch nicht mehr weiter voranzukommen. Die Wolken haben auch einen lustigen Effekt. Man kann von unten nicht durchfliegen. Man kann zwar von oben halt durchfallen, aber nicht durchfliegen. So, und weiter kam ich nicht ran. Hier hat dann angefangen, das Ding auf mich zu schießen. Jetzt gerade lässt es mich in Ruhe. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal rüber zu fliegen, zu gucken, ob wir es hinkriegen. Wird wahrscheinlich recht unangenehm. Mal gucken. So, als erstes muss ich mal die Dinger da ausschalten. Genau. So. Oh Mist, ich hab den... Was? Ich hatte doch volle Leben. Ich bin tot? Oh nein. Alles weg. Shit. Ja gut, ich hatte auch echte scheiß Rüstung an, war. Oh nee, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich... Was? Nein! Oh nee! Ich komme da kaum jetzt vernünftig rüber. Da ist so viel los. Oh shit. Oh, was ist das für ein Anfang? Nein! Hä? Lass mich doch da runter. Was mache ich denn jetzt? Nö. Was mache ich jetzt mit der Folge hier? Verdammt! wir können es mal probieren, passt auf. So, ich guck mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich muss ja irgendwie an meine Sachen rankommen. Menno! Gut, dass das hier alles in so einem Dings landet. Boah, das habe ich ja voll unterschätzt, wie viel Schaden man da bekommt. Diese Wither-Skelette oder so, die wissen ja... Wo ich bin ja erschlagen und vom Zombie-Pigment. Oh, die sind jetzt sauer auf mich, wa? Mal gucken. Sind die jetzt sauer auf mich? Sind die Zombie-Pigmen? Haben die jetzt was gegen mich? Das wäre jetzt echt doof. Den voll aus Versehen angeschlagen. Der scheint jetzt nicht auf mich zu reagieren, aber gleich dahinter ist irgendwie dieser... Huh. Okay. Mega Kampf. Okay, also die Schweine scheinen nichts gegen mich zu haben. Aber ich komme da halt nicht rüber, ne? Da habe ich jetzt nicht wirklich eine... Boah, guckt euch das an, wie viele Dings da drüben sind. Also, ich kann jetzt halt noch ein bisschen näher rankommen. Aber niemals werde ich mir es schaffen, mir meine Sachen schnappen zu können, oder? Da müsste ich mir jetzt zumindest noch mal ein Jetpack wahrscheinlich bauen. Vielleicht, wenn ich Glück habe. Wow! Ein Skelett irgendwo? Ach, da. Bäh. Ja, super. Oh, jetzt bekomme ich natürlich richtig viel Schaden. Hab ich nicht wenigstens... Okay. Er hat das Wither-Skelett runtergeschossen. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay. Nein! Nein! Verdammt. Naja, so komme ich nicht näher ran. Ich könnte jetzt rüberhüpfen und versuchen, die runterzuhauen. Geronimo! Nein! Okay, ne, ich hatte jetzt nichts dabei, da dachte ich mir, ich probier's mal.
Ah, oh, Mann, ich habe keine Ahnung. Ja, klar, ich könnte jetzt das Jetpack bauen, aber das wäre nur halb so lustig gerade. Ja gut, dadurch geht jetzt ein paar Tode schneller auf mein Konto. Das tut mir jetzt leid. Eigentlich versuche ich solche Spiele mal sehr, also ich versuche ja, das habt ihr gemerkt, möglichst mit wenig Toten zu leben, zu spielen. Aber jetzt gerade bin ich echt. Wie mache ich das jetzt am günstigsten? Brauche auch Nahrung, noch mal irgendwie was Kleines. Hätte ich nicht noch irgendwo hier Fleischbrocken? Dieses Fleischingots oder wie die sich nannten. Ich nehme mal einfach ein paar. Ach, da. So. Das reicht, Dicke. Ich gesagt. Da reicht jetzt auch zwei Stück für den Ausflug. Ja, also das wäre jetzt der einzige Versuch, der mir halt einfällt. Ich springe darüber und versuche den Bereich, der mit meinem, sag schon, wo mein Grabstein dann liegt, den suche ich mir abzubauen, sodass ich einfach zwischen mich und die, ups, da ist was runtergelaufen, zwischen mich und die Mobs sozusagen, so eine kleine Mauer schaffe zu bauen. Muss ich natürlich ein bisschen Glück haben, dass da vor allem nicht zu viele von denen da sind. Einen kann ich vielleicht runterschubsen. Das könnte hinhauen. Diese Blaze und der. Wow. Ja, genau, ja. Ja, genau das konnte ich jetzt gebrauchen. Hoffentlich. So, ich muss jetzt mal ganz kurz warten. Ernsthaft? Auf die Entfernung? Willst du mich verarschen? Schnell weg hier. Ja, super. Also ich meine, mach ich jetzt? Also als da noch keine Blaze war, hatte ich ja Ideen, aber so? So ist schwierig. Ah, also jetzt mit der Blaze wird es richtig unangenehm. Gut, ich meine, wenn ich mich schnell genug bewegen kann, dann ist das mit der Blaze immer nicht so das Problem. Schieß mal, Blaze. Ja, super. Die schubse ich mal runter. Entschuldigung. Was? Du warst doch gerade unterhalb. Verdammt. So. Was? Nein! Okay, das lassen wir. Es bringt nichts. Oh, guck mal, ich wurde noch verbrannt, bevor ich unten angekommen bin. Okay, das funktioniert so leider nicht. Ah, wie ärgerlich. Boah, da war ich echt schlecht vorbereitet anscheinend auf den. Also das Einzige, was mir jetzt halt einfällt, ich muss mir noch mal das Jetpack bauen. Ich muss mir jetzt das Jetpack bauen. Und damit könnte ich halt versuchen, rüber zu fliegen, dann den Bereich abzugrenzen. Also ist ja nicht so, dass ich die nicht töten konnte mit meiner Waffe, die ich jetzt allerdings natürlich nicht dabei habe. Ist natürlich ein bisschen doof, jetzt was. Stimmt, das wollte ich auch machen. Die Needle Gun. Aber ich brauche dafür Needle Gun Ammo, Schrapnell. Richtig, ich muss ja nicht die Needle Gun Ammo Needles machen mit den Arrows. Da habe ich nämlich überlegt, ob ich die mache, aber das geht nicht, weil ich ja keine Feather habe. Aber die Schrapnell könnte ich ja machen. Moment, das finde ich, klingt nach einer guten Idee. Damit könnten wir die auf Entfernung wegschießen. Ja, pass auf, das probieren wir. Das probieren wir, das müssten wir hinkriegen. Okay. Neues Projekt. Ich hatte mir die nämlich angeguckt, ob ich mir eine Needle Gun mache und habe das halt verworfen, weil ich sagte, nee, wir haben ja keine Arrows. Aber wenn das hier geht, dann mega. Das hat zwar nicht so eine große Reichweite mit Sicherheit als Schrapnell wie das hier, aber solange es auf eine gewisse Entfernung schießt, ist mir das relativ Wumpe. Wie kriegen wir mehr Plastik? Raw Plastik, da werden wir ein bisschen was von brauchen wahrscheinlich. Obwohl, Moment, hierfür nicht. Doch, dafür auch. Ja, okay. Wir brauchen ein bisschen
Raw Plastic, warte mal, dann ist das jetzt das Projekt. Needle Gun, um das Ding hinzukriegen. So. Rubber. Moment mal. Könnte es sein, dass wir sogar noch genug Raw Plastic haben unten in der Maschine? Jetzt bloß daran denken, dass ich nicht mehr fliegen kann. Sonst flumpe ich hier gleich irgendwo runter. Das wäre voll uncool. Ne, habe ich hier tatsächlich auch nicht mehr. Okay, aber nicht so wild. So, das reicht uns erstmal, denke ich. So, die Needle Gun. Dafür brauchen wir den hier, den Safari Net Launcher. Davon kann ich gleich zwei bauen. Da will ich nämlich noch für was anderes einen haben. Okay, da brauche ich Gunpowder. Davon haben wir ja ganz wenig leider nur. Glowstone und Redstone. Außerdem brauchen wir Iron. Okay. Iron. Da. Okay. So. Zack. Hä? Was war da jetzt das Problem gerade? Egal. So, dann nehmen wir uns zwei Stück von. Den Safari-Net Launcher brauche ich nämlich, um Monster einzufangen. Zum Beispiel halt mit Safari-Netzen. Und dabei wäre dann nämlich zum Beispiel der Dings zu nennen, der Magma Cream. Dafür brauchen wir die hier. Und Magma Cream, da braucht mir Blaze Powder. Blaze Powder, haben wir den nicht hier? Ja, sehr gut. Wir haben Blaze Powder. Das kommt raus hier. So. Das und das. Zack. Dann haben wir Plastic Sheets. Iron haben wir auch noch. Dann brauchen wir jetzt vor allem das Spyglass. Dafür brauchen wir Gold, Plastik, einen Stick. Oh Gott, für den Stick muss ich jetzt echt nochmal rennen. Und Glas. Glas, gucke ich mal, ob das Glas hier auch reicht. Sonst haben wir hier noch ein bisschen was. Und Holz. Wo kriege ich... Ach da, von der Kiste. Okay, probieren wir das mal. Hoffentlich klappt das. Hätte ich natürlich auch vorher drauf kommen können. Einfach das mit einer Entfernungskampfwaffe zu machen. Da hätten wir den ganzen Ärger, den ich jetzt gerade habe, voll sparen können. Aber hey, das wäre nur halb so lustig gewesen, oder? So. Probieren wir das jetzt mal. Zack. Spyglass. Ach nee, Gold brauche ich noch. Eins, zwei, so. Spyglass. Zack. Hä, warum drückt ihr mir hier dauernd das Plastik in die Hand? Voll nervig. Was ist das Problem? Und die Needle Gun. Needle Gun macht er gerade nicht. Needle Gun. Plastik. Cream. Das hier. Das. Und das. Okay. Jetzt hat er es gemacht. Sehr gut. Den Safari Net Launcher, den kann ich gleich wegpacken. Den Gunpowder brauche ich sogar noch. Gib mir mal her. So. Schrapnelle brauche ich auch eine ganze Menge sogar. Und was brauche ich für dieses Casing? Iron Ingots. Okay. Casing, was machen wir da? Da kriegen wir gleich so viele. Machen wir mal 12 Stück. So, und jetzt brauchen wir das hier. Voila. Okay. Flupp. Mehr hat es nicht gereicht. Achso, weil tatsächlich nicht genug Flint, aber das soll nicht unser Problem sein. So, zack. Okay, cool. Da haben wir jetzt richtig was zur Versorgung. Die Plastic Sheets kommen hier wieder rein. Ich schmeiß mal auch den Safari Launcher hier rein und hoffe darauf, dass ich mich daran erinnern kann. So, jetzt sage ich ihm die da rein. So, jetzt müsste die auch nachladen. Okay, und er schießt. Perfekt. Okay, dann probieren wir es mal damit. Fett ausgerüstet mit der Needle Gun.
Klingt natürlich nach einer vollmächtigen Waffe. Was ich echt cool finden würde, wäre der Revolver. Den gibt es aber in Immersive Engineering. Das ist hier leider nicht dabei. Der sieht echt cool aus. Den habe ich mal in einem Mod-Paket einfach mal ausprobiert, weil ich wissen wollte, wie der ist. Habe das dann einfach mal im, sag schon, im Creative gemacht und einfach mal geguckt, wie der ist. Voll geil ist der. Wir müssen jetzt nur natürlich aufpassen, dass wir nicht auf das Falsche schießen. Boah, 14. Krass, wie viel Schaden. Und weggefeuert. Ja, geil. Nein! Was? Warum? Wieso? Nein, die Needlegun ist weg. Warum hat er mich dann runtergehauen? Habe ich da hinten aus Versehen ein Schwein angehauen? Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Alter! Oh, das nächste Mal schmeiße ich erstmal alle Schweine bei mir von der Plattform. Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh, ist das ärgerlich. Oh, okay. Passt auf, dann wird es hier eine etwas kürzere Folge. Ich baue rasch mal ein, zwei Needleguns in Reserve und ja, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Oh, ja gut, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ja, ciao.